So, hier wäre keine Munition gewesen, oder? Gerade nochmal gucken. Tatsache. Null Munition hier. Also hätte ich keine Muni mehr gehabt, dann hätte ich ein Problem gehabt. Okay. Weil hier ist wirklich nichts an Munition. Dann hätte man die theoretisch nicht mehr besiegen können. Und hätte sich töten lassen müssen. Boah, wie gemein. Doch, hier ist Muni. Okay, respawnt die oder... Gerade gucken. Vielleicht liegt hier noch mehr Muni. Ich will natürlich jetzt wieder volles Magazin haben. Ich gucke mich hier gerade nochmal um. Aber das war jetzt wirklich mal cool. Jetzt konnte man der auch mal Paroli bieten. Nachdem man die ganze Zeit immer so hilflos davonlaufen musste. Und jetzt konnte man endlich Paroli bieten. Das war mal sehr gut. Ich glaube, die respawnt nicht die Munition. Verdammt. Gut, egal. Wir haben ein bisschen Munition bekommen. Kidman, bist du da drin? Sebastian? Hä? Kidman, ich bin's. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das. Es kommen bestimmt gleich noch mehr. Sebastian, was ist? Bleib weg! Es tut mir so leid, was du wegen mir durchmachen musst. Ich hab dir doch schon mehr als genug wehgetan. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Nein. Sie tun, was wir sagen. Sie bringen uns den Jungen oder sie werden verschwinden. Auch nicht schon wieder. Glauben Sie wirklich, Sie können es aufhalten? Okay, wir müssen wieder abhauen. Das wieder zum letzten Mal muss ich wieder den Händen ausweichen. Weg, weg, weg. Sie laufen weg, weil sie schwach sind. Sie haben Angst vor uns. Okay, immer schön. Ah, guck an, hier kommt die Spinne. Alles klar. Hier kommt die Spinne. Da ist der Bus. Joseph, unmöglich. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! So, willkommen bei GTA 5. Jetzt was geht's rund. Antworte mir, Kinder. So, Kapitel 3 überlebt. Wunderbar, dann machen wir natürlich erstmal einen kleinen Speicherpunkt. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, wir können weiter zum nächsten Kapitel. Thank you.
können sie unterscheiden zwischen Gut und Böse. Ach Mann, schon wieder keine Waffe. War ja klar. Ein Geist wird geboren. Okay. Sebastian und Joseph müssen irgendwo da oben sein. Die haben mir gesagt, ob sie noch lebt. Sie ist nämlich aus dem Bus rausgekommen. Schade, ich hätte gedacht, dass wir mit dem Bus noch steuern können. Aber, deswegen habe ich gesagt, willkommen bei GTA 5. Aber, schade. Manchmal echt wirklich ein bisschen sehr schade, dass man da nicht gewisse Dinge noch auch machen kann. Also noch mehr steuern oder so. Was ist das denn? Telefon? Ne, da ist noch irgendwas. Das kann man leider nicht nehmen. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. So, und ich lasse mich hier nicht festhalten. Ja, was heißt das jetzt? Muss ich jetzt da ihn vertreiben? Was zum... Vielleicht kann ich mich da durchbrennen. Ja, dann... Ah, okay. Verbrennen. Ach so. Ach so, halten. Okay, Moment. Dauert aber ganz schön lange. Hier müsste aber eigentlich der Tresorkopf rumrennen. Wenn ich mich recht erinnere, weil auf den sind wir ja bisher noch nie gestoßen mit Kidman. Das wäre natürlich jetzt total krass, wenn der hier irgendwo rumrennt. Ich hoffe nicht. Hilfe! Hilfe! Leslie! Vergiss es, ich stehe jetzt bestimmt nicht auf und fange an loszurennen. Das ist mir hier ein bisschen zu heikel. Brain Energy. Haben wir aber diesmal... Leider nichts. Hier gibt's was zu trinken. Oh, Karamals oder was ist das? Sah fast so aus. Nee, leider nicht. Irgendwas anderes. Huch, der Aufzug war schon besetzt. Nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Hey, hier unten bin ich. Zum Glück geht's Ihnen gut. Bitte, ihr müsst euch von mir fernhalten. Oh je, ich höre hier schon wieder Zombies. Eine ganze Menge sogar. Aber wir haben erst noch was zu hören, okay. Nach dem Brand und den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung. Eieiei, einer bekloppter wie der andere. Der eine verfolgt die Ziele, der andere seine eigenen, der andere wieder Ziele von anderen, also langsam... Eieieiei. Okay, die Sonnenblumen wieder. Und irgendwo höre ich hier Zombies, aber eine ganze Menge. Ich mach mal gerade die Lampe aus, gucken, was da vorne ist. Da ist gar nichts, okay. Oh. Warte mal, bevor ich weitergehe, ich guck mal, ob hier noch irgendwo ein Tresor rumsteht. Nee, leider nicht, okay. Und jetzt ist es wieder ganz still. Das gefällt mir überhaupt nicht. Leslie? Irgendwas lesen hiervon? Nee.
Oh Mann. Das ist auch dieses Hotel, ne? Ruvik ist hier. Die Bilder der Stadt. Was hat das alles zu bedeuten? Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ruvik versucht, die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Ja, ich muss, kann ich da nicht einfach... Ach scheiße, hier sind ja auch Zombies. Warte mal. Oh fuck, ich glaube, das war keine gute Idee. Hier ist mein Gefäß. Ach scheiße, hier sind ja überall welche. Okay, das hätte ich ein bisschen anders machen müssen, glaube ich. Das muss ich ein bisschen anders angehen. Ich dachte, ich muss schnell genug sein, um den aufzuhalten. Haben wir hier irgendwelche Äxte oder sowas? Ach, Kacke. Ich glaube, die sehen uns, ne? Ja. Die sehen uns. Ah, hier ist eine Axt. Okay. Dann muss ich mich erstmal verstecken wieder. Okay, Lampe aus. Na toll. So dumm sind die nicht wie sonst. Weil ich dachte eigentlich, dass wir den... Da hinten, der hat schon die Spur wieder verloren, aber der hier leider nicht. In den Schrank gehen bringt ja jetzt auch nichts, oder? Nee, nicht wirklich. Tolle Wurst. Mist. Ich muss den irgendwie abhängen. Achso, wittert nix. Scheiße. So kann ich denn nicht mehr rennen. Achso, weil sie bestimmt verletzt ist, ne? Der muss die Fährte verlieren. Ist aber nicht so einfach. Jetzt kann ich keinen Nahkampfangriff machen. Toll, wie soll ich denn das jetzt machen? Jetzt vielleicht, ne? Nee, toll, der findet uns immer wieder. Mann! Jetzt vielleicht. Bis jetzt schaffe ich hier vorne... Nee, vergiss es. Der findet uns. So dumm ist der auch nicht. Jetzt bin ich theoretisch weg, aber nee. Es nützt nichts, ich komme nicht vor dem weg. Weil, wie wir ja wissen, benutzt sie ja die Axt nicht. Jetzt könnte es geklappt haben. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt hat er die Spur verloren. Wunderbar. Okay, jetzt kann ich den Nahkampf machen. Jetzt hat er die Spur verloren. Nach einem ewigen Katz-und-Maus-Spiel. So, komm her, Kollege. Geh weiter. Ich hoffe natürlich, dass es hier nicht auf Zeit geht, aber ich sag mal so, auf so lange, wie der jetzt schon da bearbeitet wird, deutsch gesagt. Das Blöde ist, ich habe nur eine Axt bis jetzt gesehen. Das heißt, es könnte sein, dass wir eh nur die eine... Boah, was zum... Boah, Mann! Jetzt geh doch mal woanders hin! Das Geräusch gefällt mir gerade nicht. Das lässt er dann gleich doch da irgendwie. So, jetzt oder nie. Oh Mann, was? Da stand doch gerade Nahkampf. Ja, Mann, ey. Scheiße, jetzt kann ich das wieder machen. Toll. Oh, nee. Das gibt's doch jetzt nicht hier. Ja, toll. Vielleicht sollte ich das einfach nochmal machen. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja, das machen wir einfach nochmal von vorne jetzt, weil das war ja jetzt mega fail gerade. So.
So, komm her. Leertaste. Jetzt nehmen wir als erst die Axt. Jetzt gehen wir die Sache mal ein bisschen besser an. Den schalten wir jetzt als erstes aus. Kann doch nicht sein, dass das so schwer ist. Ist es eigentlich ja auch nicht. Nur wie gesagt, man muss erstmal wissen, dass hier noch andere Zombies kommen. So, kann ich ihn jetzt bitte mit dem Nahkampfangriff erledigen? Leertaste. Ach nein! Wieso tritt die den denn? Bin ich da? Ich bin doch da. Scheiße. Hat er uns? Oder hat er uns? Ah, der kommt jetzt, ne? Na klar. Ach Mensch, ey. Wieso hat die den getreten? Die soll den nicht treten. Die ist... Ach, jetzt ist der andere auch noch da. Jetzt habe ich beide am Arsch. Warte mal. Ich renne jetzt mal hier rein. Versuch's jetzt mal mit dem Schrank. Vielleicht klappt's ja. Steuerung verstecken. Komm. Glück hab, klappt's. Ich Glück hab. Ich glaube, es hat geklappt. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht sehe, ob die hier im Raum sind. Warte mal, ich kann zoomen, ne? Ne, sie sind nicht da. Okay, dann raus hier. So, da ist der eine. Wo ist der andere? Mann, ich habe mich doch sonst immer so gut angestellt hier. Warum fail ich denn hier so mit dem Schleichen? Wow. Weg, 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 weg. Glück gehabt. Wo ist denn der? Da. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Wieso hat die den eben getreten? Ich weiß es nicht. Willst du hin? Gut, das ist sehr gut. Ja, Gott, nochmal. Ich will doch nur hinter dich kommen. Mehr will ich doch gar nicht. So, komm. Jetzt aber. Ich habe die Maus gerade komplett losgelassen. Es kann auch sein, dass ich eben versehentlich linke Maustaste noch gedrückt habe. So. Dieses war der erste. Jetzt muss ich noch den zweiten ausschalten. Ich weiß nicht, ob hier noch eine Axt ist. Warte mal schauen. Eine Flasche habe ich auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Vorne ist Leslie. Kann sein, dass der andere rüber zum Gemälde ist. Sollte eventuell auch Leslie nicht zu nahe kommen. Ich weiß nämlich nicht, ob der dann uns anfällt oder irgendwas. Natürlich patrouilliert der andere dort, ist ja klar. Da, wo das Gemälde ist. Ist hier noch eine zweite Axt vielleicht? Weil wenn hier nur Flaschen rumstehen, dann muss ich es damit machen. Warte mal, ich lock den mal hier hin. Da denn? Da vorne, okay. So, jetzt schnell rüber zum Gemälde. Er ist mein Gefäß. Als Maul. Ich kontrolliere ihn. So, und jetzt los geht's. Die Zeit muss einfach reichen. Komm, 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 komm. Noch hat er uns nicht bemerkt. Jawohl, hat geklappt. Sehr schön. Scheiße. Sind Vielleicht diese, kann ich Ruvik doch aufhalten. Sind diese Gemälde denn wirklich sowas wie sein Zugang in die Welt? In der also in die Reale. Oder kann er da... Wo ist der Zombie? Ist der jetzt weg? Scheinbar.